Schau mal, lieber Imageberater, da drüben steht schon auf dem Gleis der nächste Vortragszug bereit. Und der Fahrdienstleister ist schon eingestiegen. Ich würde sagen, alle Gäste sind bereit. Ja, das sieht wirklich so aus. Also, schnallen Sie sich loslegen. Jetzt an, weil es ist mir Freude und Ehre zugleich, Marudor zur Linken hier begrüßen zu dürfen. Das ist der Mensch, der jede API, die bei drei nicht auf den Bäumen ist, der geht da dran und er guckt sich, was kann ich mit einer API machen? Wie kann ich die Sachen zusammenbauen und wie kann ich teilweise Sachen besser machen als die, die die APIs zur Verfügung stellen? Darum, ich freue mich über jeden, der seinen kleinen Beitrag liefert. Herzlichen Dank und großen Applaus bitte. Gleis 23, Einfahrt ICE 42 nach Leipzig-Messe. Abfahrt ursprünglich 19 Uhr. Also, ich habe ja irgendwann mal mit diesen Bahndingen angefangen und ich fühle mich ein bisschen an den ersten Talk in der GPN erinnert, weil ich dachte mir, machst du halt einfach mal so einen Talk. Ein paar Leute interessiert es bestimmt. Der Saal sah ähnlich aus wie hier. Die Leute saßen auf dem Boden und irgendwie ist dieses Bahnthema wohl recht interessant für die Menschen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gelernt, dachte mir, ja, die große Bühne machst du nicht auf dem Kongress, das ist mir eigentlich zu stressig. Hätte ich mal doch lieber, wenn ich das hier so sehe. Nächstes Mal. Ich finde bestimmt bis zum nächsten Jahr noch mehr Dinge. Aber gucken wir erst mal. So ein bisschen Einleitung, warum ich denn eigentlich so viel Kram darüber weiß, weil eigentlich würde man ja erwarten, dass das relativ... Okay. Man würde erwarten, dass so die Bahn ein paar Infos dazu hat und im Idealfall auch eigentlich gar nicht mehr so viel ist, so als Vielfahrer. Sollte ja alles da sein. Und das ist eigentlich auch der erste Punkt. Ich fahre einfach unglaublich viel Bahn. Also in diesem Jahr sind es irgendwie im Schnitt im Monat 50, 60 Stunden reine Fahrzeit. Das ist, wenn man nur Bahninfos benutzt, also so offizielle, echt anstrengend. Das ist der Hauptgrund, warum ich diese Website habe, die eigentlich keinen richtigen Namen hat, sondern einfach nur nach mir benannt ist, weil ich keinen Namen hatte. Ich habe mir immer überlegt, ob ich vielleicht irgendwann mal daran gehe, aber naja. Er hat sich jetzt so eingebürgert, mal gucken. Und das mache ich halt schon seit so irgendwann Mitte 2015. Und inzwischen sind das so 8.500 Nutzer im Monat. Finde ich ganz okay. Ich scheine also irgendwas zu machen, was die Leute ganz lustig finden. Und seit ich darüber geredet habe, auf dem letzten Talk stand da noch, dass die Bahn mich mehrfach eingeladen hat. Der Status hat sich jetzt geändert zu, naja, die Bahn hat mich beauftragt, denen zu helfen. Mal gucken, was daraus noch so wird. Und was, wovon ich jetzt keins auf den Folien habe, was heute gestern, glaube ich, noch rumging, also die Deutsche Bahn auf ihrem DB Bahn Twitter-Account mit den Hilfen, hat auch in den Bookmarks meine Seite, das haben sie auf dem Screenshot gezeigt. Ist nicht das erste Bahngeschäftsfeld, was meine Seite benutzt, statt den internen. Nun gut, gucken wir mal, was ich denn so gefunden habe in letzter Zeit. Danke. Ist ja super. Fangen wir mal mit etwas an, was ja eben die Heralds schon erwähnt haben, so dieses Wi-Fi in Zügen. Das gibt's ja, das ist eigentlich auch ganz okay inzwischen, also so gut die Bahn das halt machen kann, dann Rest liegt ja an den Mobilfunkprovidern. Aber man weiß halt nicht vorher, ob das da ist. Also man vermutet, na, die ICEs haben das, also wird der ICE, in dem ich bin, das wohl auch haben. Hofft man. Es gibt da so diese These von jemandem, also jemand hat mal gefragt, ob man nicht so ein im DB-Navigator anzeigen könnte, ob das WLAN funktioniert in den Zügen, damit man sich vorbereiten kann. Also die Bahn sagt, das wäre ziemlich komplex. Zu dem Zeitpunkt gab es diese Anzeigen bei mir. Also das ist kein theoretisch habe ich eine, gibt es WLAN, sondern es ist ein, naja, der Access Point im Zug funktioniert, wenn das Mobilfunknetz mitmacht, geht das. So komplex ist das gar nicht. Das könnten die auch so kommunizieren. Vielleicht wussten sie aber auch gar nicht, dass sie das haben. Das ist nämlich ein typisches Problem bei der Bahn. Weil es gibt ja nicht die Bahn an sich.
Das ist auch immer so ein Missverständnis. Der Bahnbetrieb besteht aus unglaublich vielen Geschäftsfeldern. Da ist natürlich viel Bahn dabei. Da sind aber auch Drittanbieter dabei. Also gerade wenn man so in Richtung Regionalverkehr geht. Das wird oft nicht mehr von der Bahn gemacht, sondern von einer Go-Ahead, einer Abellio oder. Aber weil es ein Zug ist, ist doch immer die Bahn schuld. Das ist tatsächlich das, wo die mir etwas leid tun. Sie sind immer schuld, auch wenn sie nicht schuld sind. Aber in dem Fall sind sie schuld. Aber sie haben es ein bisschen selber gemacht, weil dieses Wi-Fi-Monitoring, was ich da habe, das kommt nicht von der Bahn, das kommt von irgendwelchen Drittfirmen. Wir gucken uns mal an, was die denn so machen. Und das ist ziemlich grausam eigentlich, weil also man stellt sich vor, ich finde da eine Website und was sind moderne Webseiten? Naja, da ist so SSL drauf, naja, auf der nicht. Und naja, wenn da irgendwie Informationen drauf sind, die nicht für alle sind, dann macht man da Authentifizierung. Und entweder man macht da starke Passwörter oder am besten Nutzer für jeden User. Aber das ist ja schwierig zu sharen. Also gibt es da so ein triviales Basic Auth auf dem Ding. Es ist ein Benutzer für alle und dann kann man es sehen. Man kann dann auf diesem Interface sich die einzelnen Züge angucken und scannen. Das ist halt eigentlich, um rauszufinden, ob die Access Points da sind. Wenn man das macht, kann das Monitoring kaputt gehen. Dann sagt das Monitoring, der Zug ist offline. Ist er nicht. Ist irgendwie kein gutes Monitoring. Dann habe ich mir mal angeguckt, warum, also was tut dieses Monitoring, wenn man ihm sagt, rescan den Zug. Das macht ein Nmap und sucht seine Access Points. Also ich bin jetzt nicht so der Netzwerkmensch, aber ich glaube, es gibt bessere Methoden als Nmap, um Access Points zu finden. Nun gut, aber viel schlimmer fand ich dann, das kann updaten. Wer wollte nicht schon immer den Access Point in einem fahrenden Zug updaten, während er fährt? Was könnte schiefgehen? Ich meine, die haben ja immer super Netz und so Tunnel. Also, wir sind hier in Deutschland. Edge gibt es bei uns nicht mehr. Ist doch klar. Naja, und also das sieht dann so aus. Ups, das ist in dem Fall so ein Screenshot mit mehreren Triebfahrzeugen, die UIC-Nummern dazu, die IPs, die internen. Und naja, rot ist offline, grün ist da. Die Baureihe, also da gibt es schon so ein paar Infos. Und wenn man da so ein bisschen rumklickt, findet man auch so Update-Logs. Also so, wäre ich Nils, hätte ich den Bootloader des Access Points updaten können. Das ist bestimmt eine gute Idee, weil die sind bestimmt so gut gesichert, diese Access Points, dass man da von so einem Access Point nicht auf irgendwie relevante Zugdaten kommt. Bestimmt, oder? Das glauben wir der Bahn alle. Weil ich meine, muss ja. Naja, eigentlich habe ich da eher meine Zweifel. Das ist tatsächlich der Moment, wo ich aufgehört habe, weiter rumzubohren, weil also ich würde gern, dass der Zug weiterfährt, im Idealfall mit WLAN. Wenn ich das kaputt gemacht habe, ist das ein bisschen doof. Wenn ich den Zug kaputt mache, ist das ziemlich doof. Ich habe das, aber also hier sind auch übrigens so detaillierte Infos, die man dann findet. Ich habe so ein paar Dinge jetzt wegzensiert, weil wenn man den Access Point kennt, die Serial-Nummer kennt, die MAC-Adressen kennt, die Firmware-Version kennt, den Hersteller kennt, das Modell kennt, dann könnte man in so eine Exploit-Datenbank einfach mal nachgucken. Das geht bestimmt einfach. Und in den alten, also das ist ein ICE 3, haben die noch von LTEC Access Points verbaut. Seit den ICE 4 benutzen sie Cisco-Standard-Hardware. Ich vermute, es dauert nicht lange, bis man einen Exploit für die deployte Version der Bahn findet und dann Zugriff auf so einen Access Point hat und von da kommt man wahrscheinlich weiter. Ich würde behaupten, das sind Infos, die nicht so an alle rangehen. Also die Info, dass WLAN existiert oder nicht, bitte an alle geben. Das ist eine Info, die ist einfach nicht schädlich. So detailliert möchte das, glaube ich, dann doch wiederum keiner wissen. Also das, naja, aber gerade, vor allem wenn man denkt, es hat ja immer noch kein SSL und triviale Zugangsdaten, also da ist ja Nux geschützt. Da habe ich mir mal angeguckt, wer macht denn sowas, also wer ist denn schuld dran? Und es ist halt nicht die Bahn, also höchstens indirekt. Es gibt so eine Lysatic GmbH, eine Telekommunikationstechnik GmbH, die haben das gemacht. Über die findet man sonst nicht viel. Ich habe ein bisschen in der Bahn rumgefragt, ich kenne da jetzt ja ein paar Leute, die kannten die auch alle nicht. Es könnte natürlich sein, dass irgendeine externe Firma, die das Wi-Fi macht, weil das macht die Bahn ja auch nicht selber, das Icomera macht das WLAN da ja. Vielleicht haben die das weitergegeben, weil auch die nicht alles machen wollen. Weiß man nicht genau, also ich zumindest nicht. Gut haben die es auf jeden Fall nicht gemacht.
Da gab es dann auch diese Konsequenz. Also ich zeige dieses WLAN inzwischen bei mir nicht mehr an. Es liegt daran, dass ich das vor einer Weile mal der Bahn gemeldet habe. Und die Konsequenz war, also das sind die beiden URLs zu diesem Monitoring. Die gibt es nicht mehr. Und das war übrigens das Basic-Aus dafür. Ja. Das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass die DB Systel, die eigentlich nicht dafür bekannt ist, schnell zu agieren, schnell war. Also so 2 Stunden, nachdem ich die Mail geschrieben habe, was es da so gibt, war das Zeug offline. Es geht also, wenn es wichtig genug ist. Naja, ich hoffe ja, dass das wiederkommt, weil also in dem WLAN-Monitoring hat man nicht nur das WLAN-Monitoring gesehen, sondern auch so ein paar andere Dinge, die eigentlich ganz interessant sind. Da komme ich gleich noch zu. Ich habe mir den Datenstand, den ich da so habe, natürlich gesichert, aber der ist jetzt ja auf dem Ist-Stand und das updatet sich ja immer mal wieder. Die habe ich jetzt nicht mehr, die Infos. Wäre schön, wenn man da wieder Dinge finden würde. Dann gerne etwas weniger detailliert. Also ich nehme die Infos, die für Kunden relevant sind, gerne. Der restliche Kram ist nicht ganz so wichtig. Weil, kommen wir nämlich dann auch zu dem nächsten, was ich über das Wi-Fi-Monitoring ein bisschen verbessert habe, aber was ansonsten echt schwierig ist, Wagenreihung. Bekanntes Problem, alle Leute freuen sich, wenn es funktioniert, dann steht man nämlich schon ziemlich genau da, wo man möchte, man steigt ein, hat seinen Sitzplatz, wenn sie denn da sind, die Anzeigen, und alles ist gut. Aber sagen wir mal ehrlich, wer von euch hatte schon mal das Erlebnis, dass es nicht so funktioniert hat, wie die Bahn gesagt hat? Ja, das zeigt sich auch in den Daten. Also es gibt da so einige Dinge, die ich bei mir inzwischen ein bisschen anders mache, weil ich ein bisschen Analyse auf den Daten gemacht habe und rausgefunden habe, naja, ab wann stimmen die Daten denn einfach nicht? Und das ist zum Beispiel ein Flag, was ich habe, is actually IC. Also es gibt ICE-Züge, die keine sind. Das findet man über diese Wagenreihung. Das liegt daran, es gibt ja manchmal Ersatzfahrten, also wenn so ein Zug mal ausfällt, weil das Zugmaterial nicht da ist, aber die Bahn trotzdem was anschafft, dann gibt es so einen Ersatz-ICE. Der hat dann eine Nummer 2900 irgendwas. Habt ihr bestimmt auch alle mal gesehen, wenn ihr ein bisschen Bahn fahrt. Passiert nämlich echt oft. Aber da wird manchmal nicht angegeben. Also manchmal schaffen sie es, einem zu sagen, dass man statt ICE IC fährt. Manchmal nicht. Dann steht da immer noch, dass man ICE fährt und dann fährt das Wagenmaterial ein. Dann hat man so die richtig alten Wagen aus den 60ern. Und je nachdem, welche man hat, freut man sich total, weil die sind bequem. Oder man denkt sich, ach shit, eigentlich bräuchte ich eine Steckdose, ich wollte arbeiten. WLAN wäre auch gut gewesen, ist auch alles nicht mehr da. Und gerade wenn man so ein Flex-Ticket hat und quasi auch den Zug später hätte nehmen können, wäre das ja eigentlich ganz gut vorher zu wissen. Und das lässt sich auch alles aus dieser Wagenreihung ablesen. Das sagt einem die Bahn halt nur nicht so richtig. Die zeigt einem eigentlich nicht so viel über diese Wagenreihung an. Es steht aber drin. Und genauso diese Reported-Zuggattung, also es gibt nicht nur ICEs als Zugtypen, die Bahn wird da relativ kreativ. Manchmal gibt es auch so Typen mit einem Minus einfach, also Zugtyp Minus und irgendeine Nummer, man weiß dann überhaupt nicht, was da kommt. Das gibt es auch jetzt immer noch wieder oder einfach ein leerer String, was auch jetzt nicht so ein valider Typ ist. Da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial bei der Bahn, das ist, soweit ich weiß, auch teilweise halt irgendwer muss den so bestellen und hat dann ein Dropdown oder ein Freitextfeld oder so. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie so muss es ja sein, weil sonst kommt man ja nicht auf solche komischen Angaben. Weil eigentlich hat die Bahn ja für jedes Wagenmaterial irgendeinen Zugtypen, der auch für die Kunden irgendwie verständlich ist, damit man weiß, auf was man sich da einlässt. Wäre eigentlich mal schön, das anzuzeigen. Ein ganz schönes, finde ich, bei mir gibt es noch Real-Fahrtrichtung, weil es gibt auch einen Fahrtrichtungsfleck in der Wagenreihungs-API. Das ist vorwärts. Ich begrüße, dass Züge vorwärts fahren, das tun alle. Das sagt mir aber nicht, in welche Richtung ich so einen Pfeil darstellen muss, um zu wissen, wo der Zug langfährt, also wo ist vorne im Zug. Und das kriegt man raus, indem man rausguckt, naja, wo sind die einzelnen Wagen des Zuges und wenn der Prozent, wo der letzte Wagen startet, größer ist als der Prozent, wo der erste Wagen startet, dann fährt er vorwärts, ansonsten fährt er rückwärts. Und dann kann man das passend darstellen.
wäre eigentlich schön, hätten Sie dieses Fahrtrichtungsding genommen, wo vorwärts drin steht. Ich vermute, es gibt auch ein rückwärts, wird nur nicht benutzt. Haben Sie sich bestimmt irgendwann mal darauf geeinigt, aus irgendeinem Grund? Ersichtlich ist das nicht. Liegt auch ein bisschen daran, dass es keine Doku gibt. Aber ist ja auch eigentlich keine offene API. Also das ist ja mehr so finden. Das ist auch das Einzige, wo die, wo es jetzt halt bei manchen Sachen sein könnte, dass sie doch irgendwie logisch sind, ist nur nicht klar ist, weil ich die Doku nicht habe. Dann gibt es allerdings andere Dinge, die einfach, naja, falsch sind in den Daten der Bahn, die sich aber an einer gewissen, also an einem gewissen Punkt erkennt man es. Deswegen gibt es ein Goes to France. Also ich markiere alle Züge, die nach Frankreich fahren. Aber warum tue ich das denn? Weil also ganz konkret fahren halt zum Beispiel von Frankfurt und Stuttgart sind es, glaube ich, so ICEs und TGVs nach Paris. Die, wenn es TGVs sind, hat die Bahn eh nicht wirklich Informationen. Das ist in der Regel nur eine Planwagenreihung und sonst nichts dran gegeben. Bei ICEs haben sie ja so Komfortmerkmale. Also alle ICEs haben ja zum Beispiel eigentlich Bahnkomfortplätze für Bahnkomfortkunden oder Schwerbehindertenplätze oder die Expressreservierungen, die man als Vielreisender so kennt und weiß, okay, ich kann mich da hinsetzen. Mit Glück hat die keiner, auch wenn alles andere wegreserviert ist. Züge nach Frankreich haben ja die Besonderheit, dass in Frankreich Reservierungspflicht herrscht. Das heißt, sobald man hinter Straßburg ist in dem Fall, also in Straßburg, hinter Karlsruhe, kann man mit dem Zug sowieso nur noch fahren, wenn man den reservierten Platz hat. Davor geht es aber auch so, da wären Komfortplätze ja prinzipiell sinnvoll. Die gibt es da aber nicht. Die Bahn sagt einem, es gibt sie, also in der Wagenreihung kommen mit, dieser Zug hat Bahnkomfortplätze. Dann geht man in diesen Zug, geht an die Position, wo sie sonst auch immer sind und stellt fest, nee, die sind nicht da. Intern, also in dem RIS-Tool, wo man als Bahnmitarbeiter rankommt und sich, wenn man sich als Zugbegleiter einloggt zum Beispiel, steht auch, dass die reserviert sind für Bahnkomfort. Sind sie aber nicht. Die Franzosen, die verkaufen dir jeden einzelnen Sitzplatz da drin und reservieren den halt weg. Das heißt, wäre schön, wenn das in der Wagenreihungs-API auch steht. Man könnte ja diesen Hinweis, hier sind Bahnkomfortplätze, einfach weglassen. Sie sagen einem ja auch nicht, wo genau sie sind, sondern einfach nur, der Wagen hat welche. Man könnte sie da weglassen, weil die haben keine. Tun sie aber nicht. Ich vermute, das ist ein bisschen zu viel Aufwand, das rauszufinden, weil das ist, steckt bei der Bahn ja noch relativ in den Kinderschuhen mit dieser Wagenreihung. Aber eigentlich müssten sie es wissen. Die fahren die Züge ja. Also in Deutschland fährt da ja deutsches Zugpersonal. Das sollte doch wissen, wenn Sitzplätze Bahnkomfortplatz sind, oder nicht? Naja, ist auch so ein Ding. Ich habe mich da mit einem Zugbegleiter, als ich von Frankfurt nach Karlsruhe bin, mal unterhalten. Und er meinte, ja, wird er öfter gefragt. Er hat auch mal weitergeleitet, dass die hier nicht existieren. Also irgendwer in der Bahn weiß das schon, dass man das ändern sollte. Entweder er hat noch nicht den richtigen gefunden, der das dann noch ändern kann, wäre jetzt auch nicht so verwunderlich bei der Größe, oder er hat es wieder vergessen. Eins von beiden. Naja, was haben wir denn noch so? Also ich hätte da noch anzubieten, different destination, different Zugnummer, das sind gekoppelte Züge. Also zum Beispiel, wer vom Ruhrgebiet nach Berlin gefahren ist schon mal, weiß, dass in Hamm so eine Zugteilung oder eine Vereinigung stattfindet und man dann mit zwei Zugteilen unterwegs sind. Die haben in die andere Richtung dann ja teilweise ein anderes Ziel. Also entweder der eine fährt bis Köln, der andere in Düsseldorf endend, manchmal beide bis Köln, aber mit anderen Routen. Sprich, man möchte gerne wissen, wo muss ich denn jetzt einsteigen dafür? Die Wagenreihung sagt einem zwar die Teile, welcher Teil welcher Zug ist, gibt einem aber, egal welche Zugnummer man anfragt, immer den kompletten Zug. Also sowohl den Teil, der nach Köln fährt, als auch den nach Düsseldorf. Und das steht dann halt dran. Das ist manchmal schwierig visualisiert bei der Bahn. Bei mir sieht das in dem Fall so aus, dass ich drunter schreibe, welcher Zug das ist und wo er hinfährt. Das ist aber auch so ein Ding, das muss man auch erstmal aus der API rauspopeln. Also es ist jetzt nicht so, als würde da einfach dran stehen, dass der aus zwei Teilen besteht, der woanders hinfährt. Es ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist tatsächlich einer der Teile, die eher schön sind an dem Ding. Die wollte ich auch mal erwähnen, weil die gibt es wenig.
Da übrigens noch der Zugname, der da jetzt drunter steht bei mir, der kommt nicht aus der API, der kommt aus Wikipedia. Da gibt es nämlich Leute, die das sehr akribisch dokumentieren, wann Züge getauft werden, wann sie umbenannt werden, wann sie getauscht werden. Und es ist einfach eine statische Liste. Hat aber schon für Erheiterung gesorgt bei Menschen, die festgestellt haben, das ist tatsächlich der Zug, der bei mir dran steht. Und theoretisch könnte man da jetzt zum Beispiel weitergehen und mal anfangen zu tracken, welche Züge in welche Zugnummern werden. Also wenn man einen Zug hat, der in Berlin endet, der fährt ja irgendwann wieder zurück. Als was fährt er denn zurück? Darüber, dass wir die Zugnamen haben und einen eindeutigen Identifier für Züge, könnte man das schon selber tracken. Das ist so ein Projekt, was ich noch aufschiebe, weil das viel Arbeit ist. Theoretisch ist das auch etwas, was die Bahn auf dem Schirm hat. Mal gucken. Ich glaube, sie wollen es 2020 irgendwann mal schaffen, auszurollen. Ich bin gespannt. Ja, und genau, eben ja schon erwähnt, da sieht man nochmal die Icons, die ich da dran habe, wo nicht ganz klar ist, wo die Info herkommt, weil sie halt manchmal falsch sind. Es ist irgendwie ein bisschen einfach drein. Und wie diese Icons in der API dargestellt werden, finde ich, sollte man nochmal hervorheben. Das ist nämlich ein bisschen, naja, ich glaube, es ist ein Enum, was irgendwie aus Java serialisiert wird. Sieht nämlich zum Beispiel so aus. Dann hat der Zug Rollstuhlplätze. Und es ist nicht irgendwie nur so ein Array, wo die verschiedenen Dinge dran sind, sondern schon so ein Objekt, wo eine Ausstattung dran steht und der Status. Der Status ist übrigens immer undefiniert, egal was. Da steht auch drin, ob der Zug eine Klimaanlage hat. ICEs zum Beispiel haben in jedem Wagen immer eine Klimaanlage. Ob sie funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache. Da könnte man jetzt ja dieses Statusfeld benutzen. Praktisch steht auch da undefiniert, immer. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal rausgefiltert. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal aus irgendeinem System kommt, wo der Status tatsächlich hinterlegt ist, aber der wird rausgefiltert und dann landet da irgendwie undefiniert als String. Naja, die Ausstattung geht dann so weiter. Also es ist alles einfach nur ein String, den man matchen muss, der irgendwas beschreibt und manchmal noch auch abgekürzt. Also es sind schon Strings und scheinbar war ihnen der String Plätze schwer Behinderte zu lang und haben sie deswegen Plätze schwer B genannt. Plätze Bahnkomfort war auch länger. Warum jetzt abkürzen? Ich habe das schon öfter nicht verstanden, wann sie abkürzen und wann nicht. Ja, dann gibt es noch so Info, Abteil Kleinkind. Und weil das für Ausstattung so gut funktioniert, naja, ich habe ja angegeben, welche Klasse der Wagen hat. Es gibt ja erste Klasse, zweite Klasse, erste und zweite Klasse und theoretisch klassenloser Wagen, was einfach als zweite Klasse dargestellt wird. Das steht auch nicht einfach dran, sondern es gibt einen String und es gibt sehr viele Strings. Zum Beispiel Reisezugwagen zweite Klasse. Halbspeisewagen, zweite Klasse, Reisezugwagen, erste, zweite Klasse, Doppelstock-Steuerwagen, erste, zweite Klasse. Und da steht schon erstaunlich viel Info in so einem String, aber warum als String? Der ist noch nicht mal gut lesbar, so lang wie die sind. Also es gibt, die werden dann wieder kürzer, also Reisezugwagen, erste Klasse oder Lok. Ja. Ich hätte mir ja gewünscht, wenn einfach so ein 1, 2, 3 oder so oder sonst wie als Klasse dran steht, statt solche Strings, weil das Problem dabei ist, wenn die Bahn neue Strings erfindet für Züge, dann kann ich den nicht matchen, dann weiß ich erstmal nicht, was das für ein Zugtyp ist. Weil auch da, es gibt natürlich keine Doku. Zumindest nicht für mich. So, kommen wir zum Redesign. Das sah man, Leute, die meine Seite benutzen, wissen, dass das schon geht. Leute, die viel fahren, wissen auch, dass es Redesign-Züge gibt. Die meisten meiden sie. Das bedeutet nämlich, dass sie diese neuen Sitze haben, die die Reservierungsanzeige am Kopfteil haben. Und wer hier findet die bequem? Eins. Zwei. Na? Wer findet sie unbequem? Ja, weitaus mehr. Das hat inzwischen auch die Bahn rausgefunden. Also sie versucht ja, neue Sitze zu finden und spielt jetzt das Spiel, wie viel können wir sie weiter quetschen, weil das war ja der eigentliche Grund. Man möchte mehr Sitzreihen in einen Zug bekommen, ohne dass der Komfort leidet. Die Antwort da ist übrigens, sobald sie anfangen zu quetschen, leidet der Komfort.
Die Frage ist, wie weit können Sie es quetschen und der Komfort leidet, ohne dass die Leute zu sehr meckern? Das findet sie jetzt raus. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Noch haben sie keinen neuen Sitztyp, noch lassen sie Probe sitzen. Das Feedback, was ich von jemandem gehört habe, der da drauf saß, der eine zumindest, den die Person getestet hat, der war noch schlimmer als der jetzige. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, die Sitze, die wir gerade haben, waren die besten, die zur Auswahl standen. Dann haben wir ein Problem. Aber das ist noch so ein anderes Ding bei der Bahn, diese Sitze. Ich hoffe ja, sie finden was Gutes. Und ich hoffe, sie geben mir irgendwann mal die Info, welche Sitze da drin sind, dann im Voraus und nicht immer nur am gleichen Tag, weil dann könnte man so buchen, dass man nicht die doofen Sitze hat. Das wäre eigentlich ganz toll. Die Frage, worauf ich hierbei eigentlich hinaus wollte, ist, naja, wie erkennt man denn, ob ein Zug Redesign ist? Also die ICE3, das erkenne ich an der UIC-Nummer, das heißt, es ist eine eindeutige Nummer für jeden Wagen. Da gibt es eine Liste, welcher UIC-Wagen, also welche Nummer, welcher Typ ist. Da weiß man aber noch nicht, ob der redesigned wurde, weil das bedeutet eigentlich nur, dass das Innenleben ausgetauscht wurde. Da gibt es jetzt zwei Ansätze. Den ich schon lange mache. Beim Redesign hat sich ein Wagen geändert. Also da stehen ja mal so komische Abkürzungen drunter, wie WRMZ, BPMBZ, BPMZ. Das beschreibt so ein bisschen den Wagen für Bahn-Nerds quasi. Das AB vorne ist eigentlich nur erste Klasse für A, zweite Klasse ist B. AB wäre dann erste und zweite Klasse. W ist Waggon, das ist einfach klassenlos prinzipiell, weil da entweder keine Sitzplätze drinnen sind oder es so wenige sind und sie sagen, es ist ein Wagen. Und das ist auch genau der Punkt, den man hier erkennen kann. Auf dem Screenshot sieht man es, der Wagen 36 ist ein WRMZ, Wagen 26 ein BRMZ. BRMZ sind es vor Redesign und im Redesign wechseln sie zu WRMZ. Das heißt, wenn man einen ICE3 hat, der ein WRMZ hat, weiß man, dass der redesigned wurde. Das ist aber nur so ungefähr zuverlässig, weil das muss ja irgendwer pflegen und wahrscheinlich vergisst es irgendwer oder es passiert später, als der Wagen redesigned wurde. Da gab es diese Wagen, die Wi-Fi, das Wi-Fi-Monitoring von eben. Da steht das nämlich dran. Das ist auch das, wo ich es halt schade finde, dass es jetzt weg ist, weil ich kann nicht mehr nachgucken. Ich muss es wieder auf den alten Weg machen, wo das manchmal nicht ganz klar ist. Ja, ich hoffe ja, dass man irgendwann mal einfach mehr Infos aus der API kriegt, dass in der Wagenrang-API sowas einfach dran steht, weil es ist halt für den Kunden durchaus interessant zu wissen, weil bei Doppeltraktionen kann man sich dann entscheiden, möchte man in dem mit dem Unbequemen oder dem Bequemen sitzen, je nachdem, welche Sitze man halt gut findet. Wäre wieder so ein Ding für Kundenfreundlichkeit und für mehr Leute auf die Schiene bringen. Je mehr Infos man denen gibt, desto einfacher wird das. Könnte man mal anfangen mit mehr. Aber mal gucken. Ansonsten sind das so Sachen, die ich an der Wagenrang-API ein bisschen weird finde oder Sachen, die man halt ein bisschen aus der rauspopeln muss, wie dieses Redesign halt. Da muss ich schon eine Weile damit beschäftigen, um sowas rauszufinden und eigentlich hätte die Bahn das machen können. Die bezahlt Leute dafür nämlich. Ich mache das meistens in meiner Freizeit. Nun gut, was man nicht alles tut, um selber bequem zu reisen. Was mir aber bei dem ganzen Kram auch aufgefallen ist, was ich ja schon erwähnt habe, ist diese Datenqualität. Und da habe ich noch mehr zu, weil diese Wagenrang-API ist zwar echt nett, wäre noch besser, wenn sie richtig wäre. Weil was ist schlimmer als keine Infos? Falsche Infos. Haben sie aber ganz gerne, denn ich habe ja schon diese Bahnkomfortplätze erwähnt, in den Zügen nach Frankreich und den Schwerbehindertenplätze. Das Spiel können wir weiterspielen. Schwerbehindertenplätze in Zügen. Eine gute Sache, weil Leute, die schwerbehindert sind, haben meistens ein Problem, länger zu stehen. Oder für die ist es halt wichtiger, dass sie sitzen können auf langen Reisen. Deswegen hat die Bahn extra Sitzplätze dafür, die nicht reservierbar sind, sondern die soll man halt einfach für mobilitätseingeschränkte Personen freigeben. Also nicht nur Leute mit einem Schwerbehindertenausweis, sondern auch jemand mit Krücken soll da bitte auch sitzen können, auch wenn er offiziell keinen Ausweis hat. Er hat halt offensichtlich Bedarf zu sitzen. Also eigentlich eine tolle Sache, dass die Bahn da extra Sitzplätze hat. Die markiert sie hier auch. Also das ist bei mir durch so ein Männchen mit ausgebreiteten Armen dargestellt. Das ist in diesem Zug hier gerade Wagen 35 in der zweiten Klasse und Wagen 28 in der ersten Klasse. Entsprechend 38 und 25. Und die Bahn hat auch eigentlich Infos, wo die sind. Und da sind sie bei der Baureihe. Also hier geht es um die Baureihe 403. Das ist ein Typ von einem ICE 3.
In Wagen 28 und 38 in der ersten Klasse sind Plätze 64 und 66 Schwermindertenplätze. Das ist ein Fakt. Jetzt gucken wir mal an, ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Bahnflyer, also dem Bahn-Mobility-Flyer für mobilitätseingeschränkte Personen. Da ist nämlich angegeben, in welchen Zugbaureihen, in welchen Wagen, welche Sitze Schwermindertenplätze sind. Da, wo dieses Minus ist, das wäre der Platz, um anzugeben, in welchem Erste-Klasse-Wagen ein Schwermindertenplatz ist. Wir sehen 403 ein Minus. Okay, ich habe euch gesagt, dass das in Baureihe 403, Wagen 28, 38 sind die. Ich sitze da öfter. Die Bahn sagt, die sind nicht da. Erstes Problem. Zweites Problem, sie setzt es hier gleich mit der Baureihe 406, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Hingegen die Baureihe 403 im Redesign hat sie separat markiert. Dort sind sie auch markiert. 28, 38, Wagen, 64, 66 Platz. Die existieren aber auch den nicht redesignten. Könnt ihr, falls jemand zuhört, der in dem Bereich arbeitet, ihr mögt bitte euren Flyer updaten. Danke. Naja. Außerdem steht da drin, dass die Baureihe 406 identisch ist mit 403. Das heißt, laut der Anzeige haben sie keine. Ich weiß aber, dass da welche sind. Ich war ja schon in den Zügen. Was ist jetzt also für die Baureihe 406? Stimmt da das, was die Bahn sagt, dass sie nicht existieren? Oder sind sie wirklich gleichgestellt und sie existieren? Gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, wir wollen diese Plätze finden. Ich habe da jetzt mal einen Ausschnitt aus dem offiziellen PDF zu diesen Baureihen. Da steht nämlich ein Plan, welche Sitzplätze es gibt und wo sie sind. Und wir finden hier in diesem passenden Wagen, den ich da gesnippetet habe, 64, 66 ist existent. Kann man also benutzen. Im Redesign ebenso. Da ist dahinter noch eine Gepäckablage und es gibt einen Sitz extra, die 62. So, wenn der Flyer jetzt stimmt und sie nicht existent sind, dann gibt es die Sitze nicht in 406. Oder sie sind zumindest nicht Schwermindertenplätze. Wenn jetzt aber stimmt, dass sie gleichgestellt sind, also dass 403 und 406 gleich aufgebaut sind, dann muss es diese Sitzplätze ja geben und dann werden sie wahrscheinlich auch Schwermindertenplätze sind. Naja, es gibt sie nicht. Es gibt, hört einfach eine Reihe früher auf und stattdessen ist da eine Gepäckablage. Das heißt, also ja, der Flyer stimmt so halb, aber eigentlich auch wieder nicht. Und irgendwie wäre kein Flyer an der Stelle ja doch wieder relevanter. Weil dann suchen Leute nicht da, wo keine sind oder vermuten, dass da keine sind, obwohl da welche sind. Ist echt kein guter Service, wenn man eh schon Leuten, die mobilitätseingeschränkt sind, entsprechend eigentlich nicht so viel rumsuchen wollen, einen Sitzplatz geben möchte. Weil was passiert? Leute steigen ein, Leute möchten diesen Sitzplatz, wenn sie sich vorher informieren, stellen fest, der ist nicht da. Zug ist vielleicht sehr voll. Jetzt stehen die da rum, laufen rum, suchen einen Zugbegleiter und der Zugbegleiter kann denen auch erstmal nicht helfen, weil der kann ja keine Sitze spawnen plötzlich. Der kann ja keinen neuen einbauen jetzt. Ist echt kein guter Service von der Bahn. Sollte man mal anpassen. Weil das, was ich hieran halt nicht so richtig verstehe, die Bahn hat diese Züge gekauft und hat bestimmt auch nicht nur einmal drüber nachgedacht, wie dieses Innenleben ist. Wieso ist es so schwierig, eine Dokumentation dazu zu haben, zumindest intern, um dann entscheiden, welche Sitzplätze man jetzt als Special-Sitzplätze markiert für Schwermindertenplätze, für die Bahnkomfortplätze, für die Expressreservierung, damit es ungefähr einheitlich ist. Das versucht sie ja eigentlich auch. Halt mit dem Hintergedanken, dass wenn Wagenmaterial nicht vorhanden ist, man ein anderes nehmen kann und die Sitzplätze einfach trotzdem da sind. Weil das bedeutet, dass die Sitzplatzreservierungen der Kunden einfach aufrechterhalten sind und man nicht das Problem hat, man hat einen komplett anderen Zug, alle Sitzplätze sind nicht da, die reserviert sind. Das heißt, die Leute wissen nicht, wo sie sich hinsetzen sollen. Es wäre ja schon schön, das einheitlich zu haben. Wäre schön. Könnte man weitermachen. Macht das bitte auch. Danke. Ja. Und ein anderes Ding mit... auch wagenreihungsrelevant, weil davon habe ich sehr viel. Das ist halt ein recht wichtiges Thema, wie erwähnt. Manchmal kommt das hier aus der Wagenreihungs-API. Alle Leute, die ein bisschen bahnnerdig sind, wissen, dass diese Kombination so nicht geht. Zwei ICE-4, die sind sehr lang, ich glaube knapp 400 Meter, die darf man nicht hintereinander packen. Das geht also nicht. Erstmal doof, weil jetzt wissen Leute nicht genau, wo sie hin sollen und sind irritiert. Wird in dem Fall noch ein bisschen schlimmer, wenn das an Anzeigen ist. Aber
wir haben ja momentan einfach Anzeigen, die sowas nicht wirklich darstellen. Also die aktuellen Anzeigen an Bahnhöfen, die zeigen ja eher so eine schematische Darstellung und die sind auch nicht immer up-to-date mit der Wagenreihung so richtig. Und sie zeigen ja auch nicht so genau die Wagennummer, sondern nur in dem Bereich ist erste Klasse, in dem Bereich ist zweite Klasse. Stimmt, momentan. Die Bahn weiß aber, dass das die Anzeigen besser gehen könnten. Deswegen gibt es ein Projekt, was genau sowas tut. Ich habe euch da mal eine fotografiert. Dies ist eine neue Wagenreihungsanzeige an Bahnhöfen. In dem Fall ist es Leipzig Hauptbahnhof. Wer also angereist ist, hat die vielleicht schon gesehen. Hier sieht man ein bisschen mehr. Ich weiß, dass diese Anzeigen einfach direkt aus dieser API kommen, die ich auch habe. Die zeigen an, was in der API steht. Wenn in der API steht, dass da zwei ICE4 hintereinander abfahren, dann zeigt diese Anzeige an, dass da zwei ICE4 hintereinander abfahren. Das ist irgendwie doof. Da gibt es nämlich keinen Bahnsteig mehr. Also nicht mal Hamburg mit seinen ellenlangen Bahnsteigen hat einen Bahnsteig, der lang genug ist für sowas. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum es diese Anzeigen jetzt gibt. Das ist tatsächlich ein bisschen, wo ich jetzt Werbung mache dafür, dass das echt eine gute Idee ist. Die zeigen nämlich einfach immer das an, was in den APIs steht. Das passiert jetzt nicht. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum Anzeigen an Bahnhöfen falsch sind. Die kann man überschreiben lokal. Die kommen nicht alle aus einer Quelle. Also theoretisch gibt es ja eine Quelle, die ganz genau weiß, wie Züge gereiht sind. In dem Fall ist das der Zugcomputer, weil der weiß ganz genau, wie er gereiht ist. Wenn er das nicht wüsste, dürfte er nicht fahren. Der meldet das auch. Der ist aber nicht priorisiert. Also manchmal gewinnt, wenn der Letzte, der in dieser API schreibt, gewinnt quasi bei der Wagenreihung. Ist noch nicht ganz so ausgereift. Das ist dann die Konsequenz, was man manchmal sieht, auch bei mir dann, wenn die Wagenreihung sehr flackert. Also man guckt über seine Reise hinweg immer die Wagen und stellt fest, irgendwie jeden Bahnhof ist der anders gereiht. Das habe ich jetzt ein, zwei Mal gesehen. Da streiten sich wahrscheinlich gerade zwei Systeme, die das melden sollen und der eine glaubt, es ist so, der andere so und sie wechseln das immer ab. Bei den aktuellen Systemen könnte man das halt einfach im Bahnhof überschreiben, dann zeigt man immer dasselbe an. Es mag nicht richtig sein, aber es ist zumindest dasselbe. Bei den neuen Typen würde das dann auch so flackern. Hat den großen Vorteil, Station Service in diesem Fall, also der Betreiber von diesen Bahnhöfen von der Bahn, kann dahin gehen, wo die Daten herkommen und denen sagen, das ist echt doof, was ihr tut. Das ist ja quasi das, was ich jetzt schon seit 3 oder 4 Talks rede, dass nicht alles gut ist, was die APIs sind, aber da ist Potenzial drin. Nur ist das irgendwie, wenn nur ich das falsch anzeige, halt wenig Druckmittel, weil es ist halt irgend so eine Drittseite, die ist ja nicht relevant. Aber wenn Bahnhöfe das falsch anzeigen, ist das schon doof. Deswegen ist das tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache von der Bahn, dass sie endlich mal versucht, denjenigen, der den Murks macht, auch verantwortlich zu halten. Weil was aktuell passiert, ist halt, irgendjemand am Bahnhof überschreibt es und dann ist halt Station Service schuld, weil es hat es ja überschrieben und nicht mehr reagiert. Dass das im Zweifel nur korrigiert hat, damit da kein Mist steht, interessiert dann keinen mehr, weil es stand ja das Falsche da. Das ist halt, jeder will nicht schuld sein. Da ist das eine sehr elegante Möglichkeit und ich bin noch gespannt, was Sie mit diesen Anzeigen noch so machen, weil diese ganzen Qualitätsmerkmale, wie wo sind Komfortplätze, wo sind Ruhebereich, die Infos haben diese Anzeigen damit, weil sie haben diese API. Aber wie kriegt man das visualisiert? Das wird wahrscheinlich auch noch eine Challenge sein, weil man hat ja diese Anzeigen. Wer öfter an verschiedenen Bahnhöfen ist, weiß, dass die sehr unterschiedlich sind. Die müssen aber irgendwie alle ähnliche Dinge zeigen. Wie macht man das? Ich bin gespannt. Ich freue mich, Dinge abgucken zu können, wenn sie was gut gemacht haben, was ich auch einbinden kann. Und ja, ich finde das sehr gut. Das war der Teil zu direkten Bahn-APIs. Es gibt da ja immer noch, da habe ich letztes Mal auf der MMCD sehr viel drüber geredet, Bahn-APIs, die sehr viele Infos haben, die nicht von der Bahn sind, nämlich das HFAS. Nochmal als Erinnerung, wer es nicht weiß, das steht für HACON Fahrplan-Auskunftssystem. Es ist sehr alt und nicht gut. Es ist von HACON. HACON gehört inzwischen Siemens. Das macht es, glaube ich, nicht besser, aber die waren auch schon vorher scheiße. Die haben aber sehr viele Infos und das ist zum Beispiel die Quelle des DB-Navigators. Der weiß sehr viel. Wenn die API gut ist, weiß man auch sehr viel. Das Problem ist, wie sie benutzt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, wer von der Bahn dafür zuständig ist, für diesen HFAS-Endpunkt, wer also quasi entscheidet, wie man noch diese Daten filtert.
Ich habe aber letztens Dinge gefunden in diesem Hafers, die inzwischen bei der Bahn verschwunden sind, nämlich Zugpositionen. Es gab ja mal diesen Zugradar, der inzwischen nicht mehr existent ist. Der fanden viele Leute interessant. Der war zwar nur mit hochgerechneten Daten, also es waren keine Live-GPS-Positionen, sondern quasi Fahrplan, wo er langfahren soll, der Zug, und wie viel Verspätung er hat, und damit errechnet, wo er quasi sein müsste. Ist nicht ultra genau, aber manchmal ganz praktisch. Ich habe das zum Beispiel mal benutzt, ich bin mit einer Sonderfahrt gefahren, die zwischenzeitlich immer mal wieder so 30 Minuten auf freier Strecke hielt, um überholt zu werden, um zu gucken, wer ist denn hinter mir, um zu wissen, wann wir weiterfahren werden oder ob wir jetzt stehen, weil irgendwas kaputt ist, oder ob wir noch stehen, weil das planmäßig ist. Das weiß man ja immer nicht genau. Das sagt einem ja keiner im Zug. Und einfach auch mal zu visualisieren, wie viel fährt denn da, weil ich persönlich, ich bin jetzt zwar viel in diesen Bahn-APIs unterwegs, aber es ist trotzdem immer ein bisschen schwierig für mich im Kopf zu halten, wie viel eigentlich auf deutschen Strecken fährt. Es ist echt viel. Und einfach so eine Karte zu haben, wo jeder Zug drauf ist, ist mal ganz spannend. Den gibt es auch. Und habe da mal Screenshots gemacht, wie viele Züge wir denn haben. Und weil ich dieses Hafers inzwischen schon sehr viel benutze, habe ich auch verschiedene Anbieter angebunden. Zum Beispiel die ÖBB, sprich unser Nachbarland Österreich benutzt es auch. Was wissen die denn? Das ist in diesem Fall das. Das ist runtergefiltert auf nur Fernverkehr und nur Züge, wo es auch Echtzeitinformationen gibt. Das ist eine Menge. Das ist auch eine Menge in Deutschland. Sie haben auch so ein bisschen Richtung Frankreich, Amsterdam. Halt tatsächlich auch da, wo die Deutsche Bahn hinfährt. Das passt auch, weil die ÖBB und die DB haben eigentlich eine Kooperation. Die wissen quasi jeweils auch das, was der andere weiß. Passt also. Und ich habe das gleiche mal die DB gefragt. Also auch, gib mir bitte alle Fernverkehrszüge mit Echtzeitinformationen und deren aktuelle Position. Das sind alle. Ja, das sind wenig. Ich habe kein Muster rausgefunden, also was man hier so sieht. Die Züge 2900 irgendwas sind Ersatzfahrten, die tauchen immer da auf, habe ich inzwischen festgestellt. Der ICE 74, der da so ein bisschen rausguckt, der fährt nach Zürich oder von Hamburg oder von Zürich nach Hamburg, eins von beiden. TGV ist irgendwas nach Frankreich, der EC da fährt wohl nach Österreich. Ist irgendwie nicht so richtig ersichtlich, warum löschen Sie das? Also, Sie müssen es ja rausnehmen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie selektiv genau diese Züge in das System spielen, sondern eher, dass Sie das überall rausnehmen, außer an diesen. Warum? Weil, das habe ich schon mal gefragt auf der MRM-CD bei einem meiner Talks. Da ging es um Verspätungen in der Vergangenheit, die die Bahn auch gerne rauslöscht aus dem Navigator und diesem Hafers. Warum ist nur vermutet, zum Beispiel, da könnte ja jeder Fahrgastrechte einreichen. Aber auch hier, Positionen werden rausgelöscht. Wahrscheinlich derselbe Grund, warum dieser Zugradar nicht mehr existiert, weil irgendwer bei der Bahn gesagt hat, das geht so nicht mit diesen Daten. Und dieserjenige war wichtig genug, dass das auch gemacht wird. Der hat scheinbar nicht so eine Ahnung, weil ich habe noch nicht rausgefunden, was an so ungefähren Zugpositionen, die sind ja noch nicht mal echt GPS, sondern nur so hochgerechnet, jetzt so schlimm ist. Soll doch jeder angucken, wenn er Spaß dran hat. Nun gut. Wir haben aber auch mal angeguckt, was weiß denn die B, wenn man nur Plandaten anguckt? Also das jetzt waren ja Echtzeitdaten. Stellt sich raus, viel, aber nicht in Deutschland. Weil es ist quasi alles. Also diese Karte geht noch weiter. Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt genommen, aber das geht tatsächlich sehr viel weiter. So England ganz viel, da weiß man dann nicht mehr, wie der Zug heißt, aber wo er ist. Im Osten geht es auch ziemlich viel weiter. Die weiß also einfach quasi alles, was so in Europa passiert, außer in Deutschland. Ich würde jetzt auch die Behauptung aufstellen, die Bahn weiß es trotzdem, sagt es uns nur nicht. Warum? Also wo ist das große Problem? Wer bei der Bahn hat ein Problem damit, dass Leute wissen, wo diese Züge ungefähr sind? Hat aber hingegen kein Problem, dass die Bahn sagt, wo die Züge im Ausland sind. Sagt ja auch irgendwie. Also wenn sie tatsächlich einen validen Grund hätte, warum sie die Zugpositionen nicht sagen möchte, warum ist es dann nicht mehr schlimm, wenn das österreichische Züge sind? Das, ja, weiß ich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn die Daten wiederkommen, so offiziell und nicht nur, man findet sie halt. Aber
die Bahn ist da nicht immer so weit. Also da gibt es ja viele Bestrebungen, das werde ich tatsächlich aber jetzt zum Schluss auch noch mal ein bisschen erwähnen. Ich meckere ja sehr viel über die Sachen, die die Bahn da so macht. Da ist halt auch viel nicht gut. Aber es gibt in der Bahn, ich sagte ja schon, es ist nicht die Bahn, sondern die verschiedenen Geschäftsbereiche, gibt es immer mal wieder Menschen, die sich sehr drum kümmern und wirklich Interesse daran haben, dass die Sachen als Open Data zum Beispiel zur Verfügung sind, dass mehr Informationen public sind und dass im Gesamten die Informationen an den Kunden besser wird. Weil das ist ja eigentlich am Ende nur gut damit, dass mehr Leute auf die Schiene ausweichen. Weil ich kann verstehen, wenn jemand, der sonst im Auto fährt, nicht auf die Schiene ausweichen möchte, wenn er quasi nicht weiß, wo Züge fahren oder das als nicht komfortabel empfindet. Ja, das war es dann soweit von mir. Noch Fragen hätte ich jetzt. Wow. Erstmal einen riesigen, großen Applaus für Matador. Api, Api, Api. Wir haben ja ein bisschen mit Crowdcontrol hier vorne, rechts und links sind die Mikrofone, die sind bestimmt auch apifiziert. Wer da also jetzt hingeht, ich sehe den Ersten, der aufsteht, um eine Frage zu stellen. Ansonsten, wir haben noch ungefähr 5 Minuten Verlängerung bekommen, wenn noch Fragen sind. Vielleicht die geheimsten aller Superschlüssel, was auch immer man jetzt fragen kann, wenn man einmal den Master of API hier auch stehen hat. Alternativ, du bist bestimmt eh noch so die nächsten Tage hier. Ja, und, also ich habe jetzt nicht vor, hier noch abzureisen. Siehste, also mit anderen Worten, an der Stelle würde ich immer sagen, ansonsten einfach mal Matador zur Seite nehmen und mal fragen. Weil ich glaube, das Schöne ist ja, das ist eine ideale Spielwiese und diese Spielwiese muss auch bestellt werden. Jetzt sehe ich auf der linken Seite aber eine Frage. Hi, du hattest gesagt, dass du im Voraus nicht weißt, ob ein Zug im Redesign ist oder nicht. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass man das recht gut rausfindet, wenn man in die Reservierungsmenüs reinschaut, weil die Menge an Sitzen pro Wagen verändert sich ja, ob es Redesign ist und bei 411 waren auch noch, ob es die erste oder zweite Bauserie ist. Hast du schon mal überlegt, das einzubauen? Ja, habe ich. Du spielst wahrscheinlich auf die Echtzeit-Sitzplatzreservierungsding von DB Vertrieb, also Bahn.de und DB Navigator an, wo man das ja sieht. Das Problem daran ist, es ist nicht ersichtlich, ab wann das nicht mehr geht. Also es geht ja nicht immer, dass man sich den Sitzplatz aussucht, dann weiß man es nicht. Außerdem ist einfach tatsächlich, das ist ja keine API, sondern mehr so krudes Hafers wieder. Es ist echt hässlich und ich hatte ehrlich gesagt noch nicht die Muße, mich mit dem Kram zu beschäftigen, weil A ist mein Fokus ganz klar auf den Ist-Daten, nicht auf Soll-Daten, die man dann ja nur hat. Also es ist ja, dann weiß man, was es sein soll, aber nicht, was es ist. Ich würde halt lieber ein bisschen früher diese Datenbank mit der gleichen API quasi, die die Wagenreihung macht, die einfach mal früher befüllen quasi. Das wäre mein Traum. Aber ansonsten, ja, also ich habe da schon mal überlegt, aber bisher echt noch nicht die Zeit gehabt. Dann auf der rechten Seite am Mikrofon. Ja, erstmal danke für deinen Talk. Du machst super Sachen. Für was hatte ich die DB-Syste jetzt beauftragt? Beratungsleistung. Also es geht da um fachliche Beratung, nicht um technische. Linkes Mikrofon. Ja, hallo. Danke für den Vortrag. Eine Frage. Gibt es eine API, die die Preise wiedergibt? Sprich, wenn ich von A nach B fahre, mit Preis, Option auf Bahncard oder so? Ja, das ist das Hafers. Okay. Das ist halt das, was in dem B-Navigator macht. Dem kann man sagen, dass man auch Preise mit möchte. Habe ich nicht viel mit gemacht bisher. Da gibt es andere in dem Umfeld, die das besser können. Da könntest du morgen in der, bei der Wikipacker AG gibt es ganz viele Mobilitätsslots. Da ist, glaube ich, um 17 Uhr auch Bahngedöns, davor aber auch. Geh da mal vorbei und frag da mal. Okay, top. Super. Weißt du, ob die frei ist? Nee. Okay. Danke. Dann nochmal ja, auf der rechten Seite, bitte. Vielen Dank für deinen spannenden Talk. Ich habe mal eine Frage. Wo kriegst du die Gattungsbezeichnung von den Wagen her? Stehen die in der API oder? Ja, die stehen einfach so an der API. Okay. So, dann der nächste, bitte. Ja, ebenfalls vielen Dank. Die Frage, wie kommst du an die ganze Struktur der API? Ist das Reverse Engineering? Ja, alles Reverse Engineering. So, der nächste bitte. Schöner Talk, danke. Gilt es auch für S-Bahnen? Prinzipiell
Prinzipiell, es gibt da Bestrebungen in Wagenrang für S-Bahn, ja, die sind aber noch nicht so wirklich weit. Baden-Württemberg ist da gerade dran, erstmal Regiozüge einzubauen. Theoretisch möchte man aber auch die S-Bahnen hinpacken. So, ist das noch eine Frage auf der linken Seite? Nein? Ja, ich glaube, dann irgendwie bei so einem vollen Saal, so einem spannenden Vortrag, einen riesen Applaus. Applaus